Hallo. Grüß Gott. Was darf sein? Russisch Eiwe heute im Angebot? Wodka bitte. Eine Flasche reichen für mich. Sehr gern, die Dame. So, Ihr Wodka. Spasiba. Bitte schön. Sagen Sie, haben Sie ein Problem? Ich nix Probleme. Das ist ein russisch Frühstück. Okay. Aber du haben Probleme, ha? Mei, wer hat denn kein Problem? Lass mich raten in deinem Blick. Du haben Probleme mit Männern. Ja? Falsch. Du haben viele Männer mit Probleme. Stimmt. Wie ein Magnetzüge gerade deppen an. Deutsche Männer sind Luschen, sag ich dir. Alles mit weiches Ei. Weicheier! Weicheier? Ja, wem sagen Sie das? Ein russischer Mann ist nix schwul, wie hier. Du wollen einen russischen Mann? Ich hab ihn dabei. Echt? Ja, sind Sie ja Professionelle. Da, ich sein Olga Jasblonska von Kreml Love. Russische Männer lieben deutsches Gründlichkeit. Und wir haben großes Angebot von reiches russisch Mann. Such dir aus. Ja, Wahnsinn. Ja, oh. Geil. Bin ja endlich mal echte Männer. Mei, der schaut ja aus wie der Putin. Das ist Putin. Nein, der ist mir zu alt. Der da suchen auch. Aus jedem Russen spritzt das wie Sekt von Krim. Was? Wirklich? Und der da stehen immer unter Druck, wie Leitung von Gazprom. Oh, ja, super Ausfall. Ja, da kann mir direkt schwach werden, gell? Du brauchst einen Mann, dem nichts fehlen, Chromosomen. Entschuldigung, wer ist denn das da? Das ist ein Ivan. Oligarch aus Novosibirsk, früheres Neandertal. Ja, ist der noch frei? Was kostet mir der? Nix. Deutsches Frau sein komisch, Frau. Du kriegen doch Geld von ihm. Von ihm? Für was? Für Shopping. Du kaufen für ihn Neuschwanstein, Hofbräuhaus und so weiter. Verstehst? Und dafür er dich machen glücklich. Er mich machen glücklich? Ja, ist dieser echter Mo. Mein Shoppen tat ich schon gern. Super. Kommen mit. Erwarten im Nachbarhotel. Was? Jetzt? Na, mein Job. Scheiß auf Job. Ja, aber ich kann doch hier nicht alles stehen und liegen lassen. Doch. Dabei. Ivan legt dich gleich auf Divan. Oh.